kannst du vergessen. Die ganzen Wege hier ist einfach nur Schlamm. Also das würde überhaupt nicht funktionieren. Das heißt, wir sitzen auf jeden Fall erstmal fest hier. Und wenn da der Reifen durchdreht, hast du verloren auf jeden Fall. So, wir fahren jetzt allerdings zurück ins Lager und machen Berichterstattung. Und jetzt geht's los zum Stausee, meine lieben Freunde. Ich freue mich schon sehr drauf. Also hier oben am Stausee ist es wirklich arschkalt, muss ich sagen. Ist auch so ein kalter Wind und es fühlt sich an wie, weiß ich nicht, wie 5 Grad, wobei es wahrscheinlich 10 sind oder so. Ich war vorhin mit Sojanka auch schon spazieren und da habe ich einen weißen Hund gesehen, irgendwie in der Pampa. Der wollte gerade zum See runter zum Trinken. Also ich bin noch nie so wirklich einem wilden Hund begegnet und der ist auch ziemlich scheu. Also als der Sojanka gesehen hat und sie lospesen wollte, ist er auch sofort weggerannt, ne? Mal kicken, ob wir den jetzt die Tage öfter sehen. Würde mich sehr freuen. Vielleicht schließt du auch ein bisschen Bekanntschaft mit uns. Wäre auch schön, eine kleine Freundschaft. Sojanka, die kleine Kattmaus, ja? Die hat ihr Bett hier, das wisst ihr ja schon. Und ich glaube, der Platz ist für sie nicht so richtig geil. Weil immer, wenn ich reinkomme oder wenn Leute reinkommen und so weiter, die gehen halt immer auf sie zu, ne? Auch wenn die ja nicht zu ihr wollen, aber sie hat immer das Gefühl, jemand kommt auf sie zu und sie kann ja auch nicht weg. Also sie ist immer so da hinten eingesperrt so ein bisschen. Und ich habe jetzt überlegt, ich werde mal probieren, unterm Bett was frei zu machen, dass die da eine kleine Höhle hat. Ja? Ich zeig euch das mal. Gehen wir hier runter und hier ist eigentlich so noch so Werkzeugkram und alles Mögliche und Verlängerungskabel und so ein Kram. Ich könnte den ganzen Kram, der da unten ist, theoretisch auch in den Schrank noch reinhauen. Und das mache ich jetzt mal. Und dann kicke ich mal, ob sie Bock hat, in die kleine Höhle zu gehen. So, ich habe die Ecke hier erfolgreich unten entkeimt und den ganzen Krempel rausgeschmissen und habe jetzt da ein kleines Bettchen kredenzt. So, jetzt kicken wir mal, ob Sojanka Bock hat. Irgendwie geiles Leckerli. Ich glaube, auf Käse steht sie halt wie die Sau. Mäuschen, guck mal hier. Guck mal hier, Käse. Oh. Ja, immer abbeißen. 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 Na los. Jetzt sind die so zaghaft. Ja. Ist das lecker? Na, komm mal mit. Oh ja, mit Käse läuft's. Na komm. Ja, guck. Käse. Los jetzt Schildkrötis ankicken. Ich hoffe mal, wir sehen welche. Bist du ready, Mäuschen? Wollen wir rausgehen? Mit Nadja einen sehr schönen Spaziergang zum Stausee runter. Und wir sind zu der Stelle gegangen, wo ich letztes Jahr die Wasserschildkröten gesehen habe. Aber dieses Jahr war nichts von denen zu sehen. Leider habe ich falsche Versprechen gemacht. Auf jeden Fall habe ich aber am See unten Bambus gesammelt. Denn da liegt überall angespülter Bambus und so, na, wie Treibholz war, so ausgeblichen. Finde ich super schön. Geh mal hier. Habe ich mir ein bisschen was mitgenommen. Super geil. Hier waren ja vorher so farbige Dielen dran und die sind mir abgefackelt und deswegen musste hier wieder verkleidet werden. Und dafür habe ich eigentlich auch
das Treibholz gesammelt, was ich schon habe, aber das reicht halt nicht ansatzweise aus. Also die paar Dinger hier, da komme ich gar nicht weit. Guten Buongiorno wünsche ich euch. Und das heißt übrigens guten Buongiorno mit M, nicht mit B, nicht Buongiorno, Buongiorno. Ja, dass wir uns mal richtig verstehen. So, gestern kam tatsächlich Liselle noch vorbei. Ihr Platz, wo sie gestanden hat, wurde geräumt. Guardia Civil kam vorbei. Alle sind in alle Himmelsrichtungen wie die Heuschrecken verschwunden, weil sie Angst hatten vor irgendwelchen Strafen. Und da hat sie sich dann so entschlossen, zu uns zu fahren, was mich sehr, sehr freut, denn ich mag die Liselle sehr gerne. Sie hat allerdings verpeilt, hier zu unserem Spot zu kommen. Das ist aber auch nicht wirklich so einfach, hier lang zu fahren, denn Google Maps kennt einen Teil dieser Strecke nicht. Liselle ist allerdings an meiner alten Ruine gelandet und die ist so 200, 300 Meter von hier entfernt über den nächsten Hügel rüber. Und da gibt es auch so einen kleinen Track, den man mit dem Auto fahren kann. Und da waren wir uns nicht sicher, ob sie da mit ihrer Karre darüber kommt. Hat aber gut funktioniert. Das war auch der einzige Weg, um relativ schnell zu uns zu kommen. Ansonsten hätte sie, glaube ich, so 5-6 Kilometer irgendwie außen rum sich schlängeln müssen. Und ja, das war ein bisschen tricky, aber hat es auf jeden Fall gut hingekriegt. Guten Buongiorno, meine lieben Freunde. Ich habe hier so eine geile Aussicht morgens. Das ist der Hammer. Ja, und ich habe sie schön muckelig warm. Der Ofen läuft. Die Nacht war sehr kalt, draußen ist noch ein bisschen raureif. Ja? Ich glaube, wir hatten so 0 bis minus 1 Grad hier oben. Und Leute, der Ausblick, guckt euch das an. So wache ich hier morgens auf mit diesem Ausblick. Ich will euch nur ein bisschen neidisch machen. Gestern Abend hat sich so ein Pärchen hier gemeldet, die haben wir an der Bucht kennengelernt, wo ich auch Liselle und die anderen kennengelernt habe. Und die wollten gestern Abend hier vorbeikommen, weil die verjagt wurden von ihrem Spot, glaube ich. Und die sind auf dem Weg hierher liegen geblieben. Nicht, weil die Karre kaputt war, sondern die Karre hat sich mehr geschafft, einen Berg hochzukommen. Die mussten einen Berg runter, der war ziemlich steil, den sind sie nicht mehr hochgekommen. Und auf der anderen Seite ging es hoch, sind sie auch nicht mehr hochgekommen. Was sie allerdings nicht wussten, ist, dass sie den Berg ja nicht hochfahren mussten, sondern die hätten einfach nur so einen kleinen Sandweg reinfahren müssen. Das haben die, glaube ich, gar nicht geschnallt. Und ja, die waren völlig aufgelöst. Die haben angerufen, so, ey, wir kommen hier nicht mehr raus, die Karre qualmt, wir kommen den Berg nicht mehr hoch, wir kommen auch nicht mehr zurück, was machen wir denn jetzt? Und dann habe ich die Mädels eingepackt und dann sind wir da hingefahren. Liselle ist auf die andere Seite gefahren. Ich bin von der anderen Seite gekommen und bin dann querfeldein übers Feld gefahren. Okay. Es gibt viele. Soll das so sein, dass alle so hier aufeinander treffen, ja, oder was? Es gibt viele Wege zu unserem Ziel. Keine Sorge. Und die waren echt heilfroh, als wir da angekommen sind. Erstmal haben sie eine Umarmung gekriegt, ja, weil die waren wirklich aufgelöst. Das war ein bisschen süß. Eigentlich war überhaupt nichts. Eigentlich war ja nichts Schlimmes. Aber die waren völlig fertig an dem Abend tatsächlich. Also wir kommen hier irgendwie wieder raus irgendwann mal. Das, ja, klar. Bestimmt. So, jetzt habe ich hier schon zweimal gedreht, jetzt drehe ich nochmal. Du fährst einfach nur rückwärts, ich fahre jetzt rückwärts raus. Ja, ich auch dann. Und dann so rin so, und ne? Du, genau. Und dann treffen wir uns da. Ach so, dann müssen wir hier hin, ja. Das war der Plan. Da war ja was. Das ist, glaube ich, jetzt auch gut, auch wenn wir sie jetzt nicht abstimmen, dass wir sie einfach abholen. Wandertag! Hast du deine Leine? Ja. Wunderbar. Dann nehme ich dich mal dran. Ja. Die anderen Bäden kommen auch mit. Ach, wie cool. Hallo. Na, ja, wie war die Nacht? Ein Verkehrsschild. Diesen Geruch eigentlich auch. Ach so. Riecht wirklich wie Bahnhofsklo. Die riecht besser hier. Die riecht besser. Vielleicht ist es nur die. Hier. Hier mal die. Naja, süßlicher Bahnhofsklo. Wie macht der Stein? Thank you.
ein und dann komme ich dann nie wieder aus dem Matsch mit meiner großen Sternenkappe. Wollen wir nach Hause gehen? Gehen wir nach Hause? Ja. Ich hier bleiben. Ich sage mal bis morgen. Ich sage mal bis morgen. Tschüssi. Ich sage mal bis morgen. Ach nee, du kommst bleibst mit. Hier? Ab nach Hause, komm. Ab nach Hause. Und los. Die ganze Umgebung hier besteht aus Geröll und Lehm. Das heißt, wenn wir hier wegfahren wollen, kannst du vergessen. Die ganzen Wege hier ist einfach nur Schlamm. Also das würde überhaupt nicht funktionieren. Das heißt, wir sitzen auf jeden Fall erstmal fest hier. Aber das wird mit Sicherheit so 1, 2, 3 Tage dauern, bis die Wege wieder trocken sind. Weil vorher kommst du hier einfach ja nicht weg. Und wir haben noch ein Problem. Das Pärchen, mir fällt der Name gerade nicht ein, tut mir leid. Die sind mit dem Hümer ja schon nicht mehr zurückgekommen, ja, wie die Straße zurückgekommen, weil die so steil war. Und wir haben noch nicht wirklich einen Ausweg hier aus dem Gelände gefunden, wo es nicht ganz so steil ist, ja, wo man besser rausfahren kann, weil die Hümerkarren, die hier die beiden fahren, also Nadja und das Pärchen, die sind so untermotorisiert, dass sie diese Hügel nicht mehr hochkommen. Also das wird auf jeden Fall auch nochmal eine spannende Nummer werden. Also ich komme auf jeden Fall raus, ich habe ja einen schönen Kriechgang, aber diese Hümer-Dinger sieht schlecht aus. Guten Buongiorno, meine lieben Freunde. Wie ihr sehen könnt, in meinem Gesicht, die Sonne scheint. Die geht nämlich gerade auf, hinterm Berg. Sieht man das hier hinten? Weiß ich nicht. Jedenfalls, ja, ich wollte euch nur zeigen, wie meine Schuhe aussehen. Das hat ja gestern so übelst geregnet den ganzen Tag. Ich meine, die Natur freut sich natürlich. Ich freue mich für die Natur, dass es die ganze Zeit geregnet hat. Ich wollte euch nur mal meine Schuhe zeigen, weil das ja hier so ein krasser Lehmboden ist. Also überall richtig dichter Lehm. Und sobald da Wasser raufkommt, ist das halt wie Knete, wa? Ja, und wenn du halt mit so Wanderschuhen rausgehst, du machst 2 Schritte und hast direkt erstmal einen halben Kilo Lehm am Fuß kleben und du kriegst es auch nicht mehr runter. Wir haben ja hier gegenüber vom See diesen übelsten Berg. Ich zoome mal ein bisschen ran. Und da oben liegt jetzt Schnee von gestern, da hat es ja geregnet, darum ist es ja auch arschkalt. Und dieser Ausblick hier, Leute, ist einfach der Knaller. Was ich übrigens auch nicht machen sollte, ist Holz, was ich gesammelt habe, Treibholz und so weiter, draußen vor den Bus zu schmeißen. Ist keine gute Idee, wenn du einen Hund hast. Zujanka hat heute Morgen auf jeden Fall hier einiges auseinandergerobt. Hier mein ganzes Bambus, was ich gesammelt habe, alle zerkaut. Hier liegen die Reste noch rum. Muss man aufpassen. Guten Morgen, Frau Nachbarin. Hallo. Was machen Sie denn da? Was? Ein Basenfastentag vorbereiten. Sehr gut, sehr gut. Ich werde mich jetzt aufs Fahrrad schwingen und mit Sojanka mal den Schotterweg am See lang fahren. Wir sind gestern ja schon bis zur nächsten Ausfahrt gefahren, wo man auch rauskommen könnte, aber das ist anscheinend auch zu steil für die anderen. Also ich denke, die könnten das schaffen. Aber ich fahre jetzt mal ein Stückchen weiter und guck mal, wie das aussieht. Vielleicht kommen wir da irgendwie woanders raus. Keine Ahnung. Jedenfalls wird jetzt Premiere mit Sojanka zum ersten Mal Fahrrad fahren. Und los geht's. Ciao. Na los. Ja, kick mal. Ich fahr Fahrrad. Hast du noch nie gesehen, wa? Ich weiß ja nicht, weil ich letztes Mal Fahrrad gefahren bin. Und hier rum. So, Freunde, hier haben wir halt so eine Problemstellen, ne? Hier haben wir die aufgeweichten Lehmspuren. Und das sieht halt nicht geil aus, ne? Fährst dich einfach direkt drin fest. Das sind halt diese kleinen Schattenpassagen hier.
da wo keine Sonne hinkommt, da bleibt es einfach feucht. Ich meine, hier könnte man noch vielleicht hier am Rand ein bisschen vorbeifahren. Aber prinzipiell sieht das schon wirklich scheiße aus, wenn wir mal ehrlich sind. Ich melde mich dann mal bei der nächsten Problempassage und dann wahrscheinlich an der Ausfahrt, die wir gestern schon ausgekundschaftet haben. Und dann mal gucken, wie weit wir kommen. Ja, und der Schotterweg hier, der führt halt anscheinend eh mal komplett rum. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer das sind. Einige auf jeden Fall. Man muss doch zwei Zuläufe überqueren. Also über zwei Bäche rüberfahren, soweit ich das auf Map sehen konnte. Ja, naja, schauen wir mal. So, hier ist das nächste Problemkind. Also hier auf der Seite ist halt trocken, ne? Da kann man auf jeden Fall langfahren. Vielleicht auch ein Stückchen weiter nach da so ausweichen. Aber hier, direkt daneben, hier, das ist übelst die Pampe. Und wenn da der Reifen durchdreht, hast du verloren auf jeden Fall. Gut, muss man vielleicht ein bisschen mit Schmackes durch oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir die Stelle hier noch. Und direkt danach haben wir hier so eine ausgefahrene, aber die, denke ich, wird okay sein. Hier sind ja schon Spurrillen. Und wenn ich hier drauf rumtrete, ist halt auch noch knetig, wa? Bin mir nicht sicher, ob man da versinkt oder ob man überhaupt Traktion drauf hat. Hier wird es auch wieder schleimig, aber es sieht okay aus. Da hat ihn ja schon ein bisschen Schotter drauf gemacht. Ich liebe diesen Bach da hinten. Wunderschön. So, wir kommen von da und hier ist die Ausfahrt, die wir gestern schon gesehen haben. Und da haben die halt Schiss, dass die da nicht hochkommen. Aber ich finde, es sieht überhaupt nicht so schlimm aus. Die werden auch mit den Karren da hochkommen. Also, ja, ich würde mir da eher Gedanken um die Spurrillen da machen, über den Matsch zwischendurch, aber den Berg da oben. Machbar sein. Müssen sie einfach mal ausprobieren, würde ich sagen. Jetzt kommen wir hier langsam so auf Seelevel, sag ich mal. Und hier haben wir die nächste Stelle, die nicht ganz so geil ist. Da ist auch noch Wasser. Also hier ist alles auf jeden Fall schon ausgefahren, wie man sieht. Das würde noch gehen. Eventuell, aber da der Boden, der ist ja schon eingebrochen, da würde ich mit meiner Karre zum Beispiel nicht mehr langfahren wollen. Hätte keinen Bock, dass da irgendwie die Ecke noch weiter abreißt oder so und dann hänge ich hier. Steg da mit wehendem Haar. Also ich werde hier noch ein Stückchen weiterfahren, weil ich wollte auf jeden Fall mir angucken, wie das aussieht, wenn die Straße hier über den Fluss rüberführt. Denn du musst halt durch den Fluss durch. Dann kannst du ja auch gleich ein bisschen was trinken. Und dann machen wir uns wieder auf dem Rückweg. Naja, man sieht da hinten auf jeden Fall schon die andere Seite der Straße. Also kann das hier nicht mehr allzu weit sein bis zum Bach. Aber wirklich, die Landschaft hier ist so schön. Ah, kick mal. So, Freunde, da ist der Bach. Easy auf jeden Fall. Also das wäre auf jeden Fall auch eine Option, dann doch hier vielleicht lang zu fahren, wenn die keinen Bock haben auf Berge fahren. Ich meine, die müssen hier hinten aber auch wieder die Berge hoch, da weiß ich halt nicht, wie steil da die Straßen sind. Aber wäre eine Option, man könnte hier lang fahren, also man kommt hier lang, aber auf jeden Fall auch nur im ersten kann man sich hier so durchrütteln. Zwischendurch gibt es schlammige Passagen, wo man mal ordentlich Bleifuß geben muss. Aber prinzipiell, sag mal, sollte das doch funktionieren. Also ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich präferiere auf jeden Fall so eine Flüsse hier, ja, so eine Gebirgsbäche, um einiges mehr als das Meer. Macht das Sinn, was ich da gerade gesagt habe? Auf jeden Fall, was ich sagen will, scheiß aufs Meer. Ich finde einfach so eine Flussspots viel geiler, wenn man hier irgendwo sich hinstellen kann, könnte, sag mal, mit seinem Bus und du hast permanent dieses Plätschern von so einem Bach, Alter.
Ich bin happy, ich sag's euch, ich brauche nichts anderes. So, wir fahren jetzt allerdings zurück ins Lager und machen Berichterstattung. Bei mir müsste alles